Okay, wir benutzen das Portal, um wieder zur Erde zurückzukehren. Ah, da hinten ist er. Ich benutze mal die Maske. Vielleicht haben wir hier was übersehen. Nö, hier ist nichts. Okay. Dann ist alles in Ordnung. Wir sollten mal wirklich jedes einzelne Schlangenloch ansehen. Anscheinend müssen wir jetzt das Schwert schmieden. Und ich werde auf jeden Fall jetzt nochmal alle Geheimnisse absuchen. Das steht fest. Wo sind wir jetzt? Suche Ultan. Er wird dir helfen. Er muss dir helfen. Aber Don wird die Überreste des Schwerts verstreut haben. Sie versteckt haben, wo niemand, der im Licht wandelt, sie finden kann. Das Schattenreich. Ja. Benutze die Maske der Schatten. Sammle die Bruchstücke der Klinge und dann bringe sie zur Schmiede des schwarzen Hammers. Komme zu mir, wenn dies getan ist. Vielleicht kann ich dir ein letztes Mal vor dem Ende dienen. Azrael, du hättest mich jederzeit meinem Schicksal überlassen können. Tot im Turm, verloren im Garten Eden. Warum hilfst du mir jetzt? Wenn alles vorbei ist, wird der Rat dafür sorgen, dass die Gerechtigkeit siegt. Ich werde Abaddon töten und alle, die mit ihm Ränke geschmiedet haben. Wir müssen alle für unsere Sünden büßen, Reiter. Wenn die Stunde meines Gerichts kommt, werde ich sie empfangen. Wie auch immer das Urteil lauten wird. Geh, vergeude keine Zeit mehr mit mir. Und sage Ultan, dass er die letzte Hoffnung für einen alten Narren ist. Die Klinge wurde über diese verwüstete Welt verteilt. Finde die Teile und lasse sie durch den schwarzen Hammer neu entstehen. Komme dann wieder. Ah ja, unsere neue Aufgabe. Finden Sie die 7 Bruchstücke der Armageddon-Klinge. Das heißt, wir werden auf jeden Fall alles nochmal absuchen müssen. Drücken Sie... Ah ja. Ah, uns werden die Positionen also alle angezeigt. Eins ist an der Kreuzung. Eins ist da bei Ultan. Eins ist in der Nähe von Tiamat. Da auf der Brücke. Dann ist da eins am Pfad. Am Würgeacker. Eins ist hier nördlich vom Turm. Und zwei sind im Ascheland. Okay. Okay, ich würde mal sagen, boah, sieht das geil aus. Ey, jetzt mal ohne Scheiß, seht euch das mal an. Der Turm, direkt vor unserer Nase. So. Sieh an, da haben wir direkt das erste Bruchstück, dann holen wir uns das mal direkt. Wir gehen über die Brücke. Beobachter, was hast du Schönes für uns? Azrael sagt, du musst diese Maske benutzen, um die Teile der gebrochenen Klinge zu finden. Aha! Das sind also diese Ambosse. Bruchstück der Armageddon-Klinge. 1 von 7 Bruchstücken der Armageddon-Klinge. Ah, ja. Und was ist das Teil da unten jetzt? Ach, das ist so ein Schattending. Oder? Jawoll! Und ohne die Maske einfach nur so ein Schattenteil, das wir nicht benutzen können. Seht ihr? Mit der Maske. Ohne Maske. So, dann würde ich mal sagen, da hier nichts mehr ist. Doch, da ist eine Truhe. Da ist eine Truhe. Die holen wir uns. Ruin. Geh mal kurz. Wieso habe ich die eben nicht gesehen? Oh yeah, noch mehr Seelen. Ruin, komm her. So. Haben wir hier alles? Hier haben wir alles. Also auf zu Wulgrim. Wir werden jetzt hier alles systematisch absuchen. Aber ich würde mal sagen, ich mache hier Ende an dieser Episode. Und wenn wir denn alles haben, gehen wir zu Ultan. Weil
Wir haben jetzt 7 Teile der Abgrundrüstung. Wenn ich mich nicht täusche, auf falsche Taste. Ich will hier ins Startmenü. Uns fehlen noch 7 Artefakte. Ein Teil fehlt uns hier. Das kriegen wir jetzt bei Volgrim. Hier haben wir nur noch 2 legendäre Waffenteile. Ja, hier brauchen wir eigentlich nichts zu kaufen. Aber wir haben ja alle Items. Das ist sehr gut. Ja, das können wir erstmal so lassen. Die Maske wird jetzt unser dauerhafter Begleiter. Und hier die Waffen. Oh, die Klinge haben wir fast auf Stufe 4. Sensor haben wir gut. Ja, wir lassen das jetzt so, wie es ist. Wir stufen uns erstmal nur die Klinge. Abgrundrüstung und Armageddon. Aber hier ist noch was. Ich will wissen, was das ist. Das wird auf jeden Fall auch noch was Interessantes. So, Bruchstücke von Soundkern finden wir bestimmt auch noch welche. Oder haben wir schon genug? Ich weiß nicht. Bisher haben wir so viele wie Totenschädel. Also können wir das bestimmt auch auf Maximum da ausreizen. Und von Volgrim kriegen wir auch noch welche. Wahrscheinlich 2 nur von Volgrim. Und einen Lebensstein finden wir da bestimmt auch noch komplett irgendwo. Oder müssen noch einen Boss killen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall noch 3 Teile der Abgrundrüstung. Egal, wir sagen erstmal Volgrim hallo. Die letzte Schlacht steht dir also bevor. Es ist klug von dir, die Hilfe des alten Volgrim in Anspruch zu nehmen. Hat er denn nicht mal eine andere Stimme? So, auf jeden Fall 2000 Seelen für die Artefakte. Oh ja. Fluch. Kostet 5000, aber ich will alles haben. Du bist so weise, wie du mächtig bist. Okay. Waffen. Ah ja, Schwert haben wir nicht mehr. Was kaufen wir uns Schönes? Steinhaut könnten wir verbessern oder hier. Auf jeden Fall kaufe ich mir einmal Lebensessenz. Du verhandelst äußerst geschickt, mein Freund. Und 3. 3 Stück reichen uns vollkommen. Große Rage braucht man nicht. Zaunkern, Zaunbruchstück brauchen wir auch nicht. Klingenschneider brauchen wir auch nicht. Können wir auch nicht mehr verbessern. Also würde ich mal sagen, für den Rest des Geldes. Nee, benutzen wir nicht. Du verhandelst äußerst geschickt, mein Freund. 1600, 1600 reichen nicht mehr. Also eine Luftsensenklinge. Ah, falsche Technik. Scheiße. Nein, Volgrim, ich will tauschen. Ich will das hier. Na, egal. Gegenstände brauchen wir auch hier nichts. Oder sollen wir noch eine Rage Lebens... Nee, wir haben genug. So. Nachdem wir jetzt alles haben, was wir brauchten... Auf Wiedersehen. Bis ja, tschö, Volgrim. So. Wir gehen schon mal ins nächste Gebiet. Gucken, was uns da alles erwartet, nachdem wir jetzt ja alles sehen können. Hier ist auch nichts. Und wir müssen ohne Ruin durch. Okay, dann in das nächste Gebiet. Und dann werde ich mal beschmutzen. Also gut. Ich weiß, letzte Episode war ja schon Secret-Sucherei und ein bisschen erfolglos. Ihr werdet es nächste Episode nochmal ertragen müssen, weil ich jetzt... Dadurch, dass ich jetzt diese Maske habe und das Item alles holen kann. Alles. Das heißt, diese nächste Secret-Suche wird erfolgreicher ablaufen. Ich weiß, wo Truhen sind, wohin ich muss. Wahrscheinlich werde ich nur an den Truhen ein bisschen suchen müssen. Gut, hier ist auch nichts. Kein Artefakt, nichts. Weil, wie gesagt, ich will alle Items finden. Ich will möglichst versuchen, hier 100% zu erreichen. Das Spiel bietet mir gerade die Möglichkeit. So, euch mache ich platt. Ihr seid ja keine Gegner für mich. Dann natürlich will ich herausfinden, was dieses letzte, dritte Item ist, was wir vielleicht auch sammeln müssen. Und ich will natürlich die Abgrundrüstung vollkriegen, dieses Item und die Armageddon-Klinge. Oh, hi. Mann, Junge, bist du scheiße, hässlich, nervig und störend. So. Vielleicht jetzt auch mal endlich eine Möglichkeit, den Combo über 100 zu kriegen mindestens. Das will ich auch noch erreichen. So.
Sterbt ihr endlich. So. Das hätte ich gesagt, also Secret-Sucherei und vielleicht sogar schon ein bisschen den Anfang vom Finale. Und die Episode danach, das Finale selber. Also, es kommen noch maximal 2 Episoden Darksiders und dann machen wir weiter mit Prototyp. Und darauf freue ich mich auch schon, denn es ist auch ein super Spiel. So, gucken wir mal. Ah, guck mal an. Hier ist schon mal eine Truhe. Und, das ist die einzige Truhe, die wir hier holen werden können. Wo sind wir denn hier überhaupt? Ja, wir sind noch hier im Ascheland, okay. Aber so viele Wege. Ja, wir holen uns erstmal die Truhe da. Okay, die Truhe holen wir uns noch und dann ist Sense. So. Da ist sie. Dass ich sowas nicht sehe. Yeah. Und wieder jede Menge Seelen. Okay. Vielleicht schaffen wir es sogar auch am Ende Wulgrims Laden leer. Moment. Dann nutze ich doch mal die Gelegenheit zu weisen. Genau nach oben. Da ist Heilung vielleicht. Ja, dann nehmen wir auf jeden Fall noch Heimsuchungen mit in die Fähigkeitenliste auf. Denn der Klingengeist, der ist für mich schwach. So. Ich würde sagen, wir machen hier Schluss, indem wir noch die Jungs hier platt machen. Wie soll man hier bitte kämpfen? Ah, Ruin. Natürlich. Ah, natürlich. Die stoßen mich von meinem Pferdchen. Das lasse ich mir nicht bieten. Ich glaube, das war sogar der Ort, wo wir den einen Wurm bekämpft haben. So. Moment. Gleich haben wir's. Genau. Das geht doch viel schneller. Ich kann einfach hin und her reiten und einfach draufhalten. So, der nächste bitte. Weil ich möchte ohne nervigen Kampf hier die Episode beenden. Danke. So, da haben wir noch ein paar. Komm, einfach der Seelen wegen. So, ich reite um dich rum. Haha. Echte, erbärmliche Gegner. Ich reite um die herum. Ah, ich brauche den nächsten. Oder? So. Nächster bitte. Ja, toll, getroffen. Aber die haben ja auch schon ein bisschen was abgezogen. Vielleicht sollte ich ein bisschen besser aufpassen. Oh, Bams und der letzte. Also sind das Dämonen auf jeden Fall. Also ich würde mal. Oh yeah, das war einfach. So, alles besiegt, wunderbar. Was gibt's noch zu sagen? Ah ja, die Bosse. Nun, Straga war nicht so schwer, wie ich dachte. Ich meine, so ein Riesenklotz gegen so einen kleinen Pimpf, könnte man im größten Vergleich sagen, David gegen Goliath. Ich habe ihn platt gemacht, ganz einfach. Das war sehr einfach, der Kampf. Also hätte man doch vielleicht ab und zu spannender gestalten können, dass er vielleicht ein bisschen mehr agiert, ein bisschen mehr draufhaut. Nicht ständig die Keule hinter seinen Kopf fällt, weil das hat mir die ganze Sache nur noch viel einfacher gemacht. Ganz schwer fand ich Silithas. Also die war ja schon ganz schön übel drauf. Der Stygian, ja, das war ein schöner Kampf auf jeden Fall. Mittelmäßig schwer. Entschuldigung. Und mal was ganz anderes. Das hat mir echt gefallen, den so platt zu machen. Auf dem Pferd mit der Wumme. War schön. Nun, die Quälerin, die verdient den Titel Boss eigentlich fast gar nicht. Die war auch sehr leicht. Einfach nur ausweichen und draufhauen, mehr war das nicht. Und der Tiamat, das war meine erste große, ernsthafte Begegnung mit einer Fledermaus. Also das war ein schöner Kampf auch. Oh. Alles ist gesagt, alles ist getan. Dann würde ich mal sagen, ihr seht jetzt mich live speichern. Zum allerersten Mal Daten. Spiel speichern. Seht euch da dann meine ganzen schönen Spielstände. Speichervorgang bitte rechnerisch ausschalten. Wo komme ich denn bitte dahin, ey? So. Ah ja, wir haben
Natürlich, kein Episodenende ohne Statistik. Gesamtspielzeit 16 Stunden plus 3,5 Stunden Kampf sind 19,5 Stunden, wow. 1813 Kills haben wir schon, 18 Mal gestorben. Die Zahl soll bitte so bleiben, ich will nicht über 20 kommen. 196 Kilometer sind wir schon gelaufen, die Zahl wird noch astronomisch groß werden. Wir müssen ja nochmal durch die ganze Welt latschen und alle Klingenbruchstücke einsammeln, alles andere einsammeln, dann zurück zu Ultern, dann nochmal zurück zu Abaddon und dann nochmal durch das Himmelsreich latschen, falls wir da hinkommen. Ich würde mal vermuten, weil das wird auf jeden Fall. Wir haben die Zukunft gesehen in dem Baum der Erkenntnis. 47.330 Seelen haben wir gesammelt. Combo 89, ja, ist geblieben. Und 3.800 Liter Dämonenblut vergossen. Also nicht mehr so viel. Als Trager ist ja auch nicht so viel geflossen, aber wie er den erledigt hat, das war echt genial. Das muss ich nochmal sagen, ey. Portal in seinen Mund, dann nochmal ein normales Portal rein und von innen zerstückelt, ey. Voll schöner Finisher. So. Statistik haben wir auch. Wie gesagt, diese 6 Stücke holen wir uns. Wir holen uns alles. Ah, da hinten ist dieser Baum der Erkenntnis. Nicht schlecht. Gibt es da vielleicht noch ein Gebiet, das wir erkunden werden? Nö, ich glaube nicht. Auf jeden Fall machen wir zuerst das... Ja, ich sag euch noch schnell, wie wir vorgehen werden. Also wir machen zuerst das Ascheland. Ah, meine Maus könnt ihr jetzt, glaube ich, natürlich nicht sehen. Aber dann gehen wir nochmal ins Spinnenreich. Ich hoffe, ich kann dann nochmal rein. Weil wir sind ja komplett runtergefallen. Aber es wäre schön, wenn wir noch da hochkommen. Vielleicht gibt es da eine Möglichkeit. Ansonsten werde ich natürlich auf unkonventionelle Weise, weil ich weiß, da gibt es auf jeden Fall noch etwas, was wir nicht geholt haben. Dann gehen wir da langsam Richtung Wegekreuz, gehen dann Richtung Tiamat und ganz zum Schluss dann zu Ultans Gebiet. Dann holen wir uns mal alles dann zurück zu Abaddon und dann haben wir alles. Und dann geht's aufs Finale zu. Okay. Dann sage ich hier tschö mit Ö, bis nächste Woche, Leute. Yeah!